Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSV-Fans und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck. Wir treffen am Freitagabend hier im Volkspark auf Hannover 96 und darüber und über ganz viele andere Dinge wollen wir heute sprechen. Und das machen wir mit Außenverteidiger Injas van der Bremt. Hallo Ini, schön, dass du da bist. Danke. Ini, erstmal schauen wir zurück auf das Spiel gegen Hertha. Ganz besonderer Abend, ganz langer Abend. Erstmal, wie hast du ihn erlebt, den gesamten Abend? Ja, es war ein langer Abend. Ich glaube, die zweite Halbzeit war die längste zweite Halbzeit in meiner Karriere. Mit die 30 Minuten Pause war schwierig, aber wir haben gut mit der Mannschaft wir sind gut fokussiert geblieben und dann haben wir das Spiel gewonnen. 20.000 HSV-Fans waren am Ende da, die gesamte Kurve voll. Wie hast du das erlebt und wie ist das für dich persönlich mit so vielen Fans auswärts? Ja, für einen Spieler ist so besonders. Du spielst ein Außenspiel und dann kommst du da, du hast gewonnen und dann siehst du 20.000 HSV-Fans und dann ist einfach Party. Sehr gut, Ini. Auf alles Weitere schauen wir gleich noch. Vorher gucken wir erstmal in diese Woche beim HSV und das machen wir wie immer in der Rubrik Unser HSV. Mit ordentlich Rückenwind geht es für die Rothosen in den nächsten Spieltag. Aus der Partie gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende konnten alle HSVer Selbstvertrauen mitnehmen. Dass die Mannschaft ein weiteres Mal Mentalität bewies und nach dem 1:1 Ausgleich der Berliner zurückkam, war für das Team ein nächster Schritt in die richtige Richtung. Wie wir uns dann zurückgekämpft haben und nochmal ein super Tor gemacht haben und danach auch wirklich nicht mehr viel zugelassen haben, das war geil und zeigt, dass wir bereit waren für dieses Spiel. Und ja, ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie wir das heute gemacht haben. Besonders die erneut überragende Unterstützung der Fans war für die Mannschaft das i-Tüpfelchen beim Sieg in der Hauptstadt. Vor rund 20.000 mitgereisten HSVern feierten die Rothosen den dritten Auswärtssieg in Folge. Nun will Tim Walter mit seinem Team auch zu Hause wieder in die Erfolgsspur kommen. Es ist immer was Besonderes in diesem Stadion zu spielen, egal gegen wen. Und wir wollen, egal wer hier aufläuft, wir wollen immer gewinnen. Und das werden wir versuchen, am Freitagabend auch zu tun. Der Trainingsplatz der Rothosen war vor dem Spiel gegen Hannover 96 prall gefüllt. Bis auf Kapitän Sebastian Schonlau trainierte das gesamte Team mit. Wann Schonlau wieder ins Teamtraining einsteigen kann, ist aktuell noch ungewiss. Zum einen ist es natürlich eine medizinische Geschichte. Ja, und da sind wir in engem Austausch mit meinen Medizinern, mit der Physioabteilung. Und da ist es einfach wichtig, dass wir behutsam mit Sebastian umgehen, dass wir ihn dann auch langfristig auf dem Platz zu haben. Es sieht ganz gut aus, aber letztendlich immer eine Wasserstandsmeldung abzugeben, das will ich auch nicht, sondern wir warten sehnlichst, dass er wieder auf dem Platz in der Mannschaftsrunde erscheint. Da war er heute ganz kurz. Ja, und da erhoffen wir uns, dass er da auch bald wieder drinnen ist. Masaya Okugawa, der die letzten Wochen individuell trainierte, stieg unter der Woche wieder ins Teamtraining ein. Für die Partie am Freitag ist der Offensivspieler einsatzbereit und wird mit seinen Teamkollegen alles dafür geben, dass der HSV auch im eigenen Stadion wieder 3 Punkte einfährt. Ini, du bist jetzt seit 7 Monaten hier in Hamburg. Wenn du zurückdenkst, mit welchem Ziel bist du damals hierher gekommen? Mein Ziel war, für viel spielen zu machen und auch für mich selbst ein besserer Spieler zu werden. Und ich glaube, ich bin auf dem guten Weg und kann auch besser. So, ich muss meinen Server auch pushen und für mich selbst und für die Mannschaft. Du bist selber ja nur erstmal ein Jahr hier. Ist es für dich schwierig, als Leihspieler sich vollständig hier einzuleben und einzufügen in die Mannschaft? Nein, für mich war es nicht so schwierig. Ich glaube, alles, was
ja, sehr schnell gegangen. Und dann auch in die Mannschaft. Ich war mit der guten Mentalität nach hier gekommen. Und das ist auch wichtig, für ein, wenn du ein Jahr bist, dann Vollgas ein Jahr für die Verein zu spielen. Und ja, glaub. Wie heimisch und wie wohl fühlst du dich dann auch in der Stadt Hamburg? Bist du auch voll in der Stadt angekommen? Ja, ich habe Hamburg sehr gerne, auch die Stadt. Ist eine sehr schöne Stadt, weil du alles kannst ja, machen, kannst gut essen, du kannst spazieren, du kannst alles machen hier. Inwieweit denkst du dann auch an deine Zukunft und eventuell auch über den Sommer hinaus, oder bist du voll fokussiert aufs Hier und Jetzt? Ja, ich bin voll fokussiert vor hier und jetzt. Und ja, jeden Tag probiere ich das Beste von mir selbst zu geben. Und ja, die Zukunft schauen wir später. Sportlich gesehen, du bist einmal ausgefallen. Ansonsten spielst du immer, wenn du fit bist. Haben sich deine Erwartungen da auch erfüllt, dass du hier so viel spielst? Nein, ich glaube, für mich ist das ja, ein Wunsch. Ich glaube, als Spieler, die Vertrauen zu kriegen, wenn du fit bist, dann spielst du. So, für mich ist ja, die beste Geschenk, das ich kann kriegen. Wie sehr hilft dir das auch in deiner Entwicklung, besser zu werden, so viel zu spielen? Ja, ich glaube, wenn du so viel Vertrauen kriegst von den Trainern, dann ist das ja, immer als Spieler, dann gehst du besser, spielst du viel ja, spielen und dann bekommst du besser. Gleichzeitig gibt es ja auch dann eine Erwartung an dich als Spieler. Wie gehst du damit um, dass auf einmal auch so ein bisschen der Druck steigt, Leute mehr von dir erwarten? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn du mehr spielst, du bekommst auch belangreicher für die Mannschaft. Und da musst du auch mehr Initiativ tonen und ja, so. Wenn wir weiter gucken, wo möchtest du dich auch noch verbessern oder siehst für dich so den nächsten Schritt, den du machen möchtest für dich? Ich glaube, ja, mehr für die Mannschaft auch ja, zu denken und mitnehmen und ja, dass wir die ganze Zeit gefokussiert sind und ja, in das. Wenn wir auf die Offensive schauen, 4 Assists stehen da für dich schon. Jetzt noch kein Tor, ohne das jetzt als Kritik zu meinen. Wann gibt es das erste? Wann willst du mal eins schießen? Ja, ich glaube, ich bin richtig, das Tor muss kommen. Und, ja, ich hoffe schnell, aber ja, es kommt einmal. Und dass es einmal ist, hoffentlich ein schöner Tor und ja, ein wichtiger Tor auch. Gemeinsam mit Bakary Jatta auf der rechten Außenbahn seid ihr eine der schnellsten Duos der Liga. Wie passt ihr gemeinsam auf dem Platz zusammen? Ja, mit Baki ja, ist geil, um mitzuspielen. Ihr ergänzt euch auch offensiv und defensiv und helft euch untereinander. Wie genau ergänzt ihr euch da? Wo könnt ihr euch am besten gegenseitig unterstützen? Ja, ich glaube, Baki macht sehr gute defensive Arbeit und ja, das ist auch wichtig für mich, dass ich dann, ja, für mich ist es dann einfacher und dann andersrum mache ich auch ja, gute offensive Spiele und dann ist es für ihn auch einfacher. So, ja, das ist. Gucken wir jetzt auf Freitagabend gegen Hannover. Wir haben leider die letzten 2 Heimspiele verloren. Was muss besser werden, damit wir wieder einen Sieg einfahren? Ja, ich glaube, gleich in Hertha die ganze Spiele fokussiert bleiben und dann ja, gewinnen wir das Spiel. Und, ja. Sehr gut. Ini sagt es bereits und wir schauen auf alles Weitere zu Hannover 96 und das machen wir wie immer in unserem Gegnercheck. Die Rückrunde verlief für Hannover 96 bisher nach Maß. 2 Siege und ein Unentschieden stellen den besten Jahresstart seit 12 Jahren dar. Standards waren dabei oft der Schlüssel zum Erfolg.
3 der 7 Rückrundentore der Niedersachsen fielen nach einem ruhenden Ball. Auch in der Luft setzten sich die Hannoveraner in der zweiten Saisonhälfte schon 3-mal gegen den Gegner durch und erzielten anschließend ein Kopfballtor. Häufigster Torschütze bei den Roten ist Cedric Teuchert. Er kommt auf 9 Saisontore. Teuchert ist bei Hannover 96 auch der Mann für die Elfmeter. Schon 6-mal traf er in dieser Spielzeit vom Punkt. Während Teuchert auch im Volkspark versuchen wird, sein Trefferkonto zu erhöhen, wird ein anderer Hannoveraner nicht auf dem Platz mitmischen können. Defensivmann Marcel Halstenberg flog am vergangenen Wochenende vom Platz und wird die Partie in Hamburg rot gesperrt verpassen. Seine Kollegen werden Halstenberg im Volksparkstadion vermutlich schmerzlich auf dem Platz vermissen. Denn besonders auswärts liefen die vergangenen Partien weniger erfolgreich für die Niedersachsen. In der Fremde ist das Team von Stefan Leitl seit 7 Spielen sieglos. Das wollen die Niedersachsen am Freitag natürlich bestenfalls ändern und den positiven Jahresstart fortführen. Natürlich finden am Wochenende auch noch weitere Spiele in der zweiten Bundesliga statt. Wien Wiesbaden spielt gegen den 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli reist zum 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig trifft auf den Karlsruher SC, Fortuna Düsseldorf empfängt die SV Elversberg und im Topspiel spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen den SC Paderborn. Am Sonntag trifft dann Holstein Kiel auf den FC Schalke, Hertha BSC reist zu Greuther Fürth und der VfL Osnabrück spielt gegen Hansa Rostock. Wir sind von den alten Sitzschalen des Volksparkstadions aufgestanden und machen uns bereit für die Crunchtime Inni. Hinrunde 10 Punkte. Wie viele gibt's heute? 10 auch. Nochmal 10. Dann wärst du immer nur Platz 2. Mit 11 wärst du Erster. Okay, dann 11. Dann 11. Machen wir so. Sehr gut. Die Regeln kennst du alle? Weißt du Bescheid? Ja. Sehr gut. Dann hast du keine Fragen mehr? Und nein. Dann können wir starten. Sehr gut. Dann zähle ich runter und dann geht's los in 3, 2, 1 und los. How many yellow cards do you have so far this season? 2. Correct. Which is the biggest city of Belgium? Brussels. No. Name one team that reaches semi-final in Africa Cup. Côte d'Ivoire. Yes. Who's Belgium's top scorer of all time? Lukaku. Correct. Who's older, you or Andras? Ich. Correct. What place is Hannover 96 currently in? 6th. Yes. Who's got more goals, us or Hannover? We. Correct. Who scored the goal in the last game against Hannover? Bakary. Correct. Who got a red card in that game? Ramos. Correct. Who leads the Belgian Pro League currently? Union Saint-Gilloise. Correct. Name one team of the Super Bowl this year. I don't know. Okay. Who's taller, you or Bakary? Jatta. Taller? Taller. Ich. Yeah. Correct. Who's the fastest player in our squad? Bakary. Correct. You scored one goal for the Belgium under 21 team. Against who? Turkey. Correct. Who's the oldest player in our team? Oldest. Tom Mikkel. Correct. Wir haben ein bisschen gebraucht, um zusammen zu zählen und es ist ein All-Time-Rekord geworden und der Höchstwert dieser Saison. 13 Punkte, Inni. Bist stolz? Ja, natürlich. Und kannst sehr zufrieden sein. Setz dich auf die 1 in diesem Jahr. Also herzlichen Glückwunsch erstmal und danke dir, dass du heute hier dabei warst. Danke euch zu Hause auch, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet am Freitagabend auch das HSV-Netradio ein zu unserer Partie. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den letzten drei Worten, die da sind, nur der HSV.